Moin moin, hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 3. So, ich habe mir jetzt einfach mal gedacht, ich mache mich mal auf die Suche nach den Angräbern. Eins habe ich ja schon mal gefunden, das von dem... Ich habe vergessen, wie der Typ jetzt hieß. Und ich hole mir jetzt erstmal den Anstein. Gib mir den Anstein. Was hast du vor? Kurth schickt mich. Ich soll mir die Macht der Ahnen nehmen. Gut, wenn er es sagt. Aber lass ihn dir nicht klauen. So, jetzt haben wir den Anstein. Jetzt, das ist das erste Mal, dass ich jetzt... es gibt so viele Sachen, die ich jetzt das erste Mal mache. Fällt mir mal so auf. Auf jeden Fall werde ich mich jetzt mal hier in die Gruft wieder begeben. Denn ich will mir ja jetzt mal die Macht holen. Ich bin echt mal gespannt, was das für eine Macht ist. Ja, ich habe keine Ahnung, wo überhaupt noch seine Leiche liegt. Da ist noch eine schwere Truhe. Die habe ich beim letzten Mal ganz übersehen. So, und hier hinten müssen wir dran. Passt. Jagdgeschick. Ach, das finde ich schön. Ja, das ist auch cool. Und Ruf von Nordmar gestiegen. Ja, coole Sache. So. Dann werde ich jetzt mal gucken, ob er irgendwas sagt. Und er rennt und er rennt. Ich habe ja fast unendlich Ausdauer, kommt mir dazu vor. Nur wegen den. Nur damit ich hier die eine Quest hier mit dem Schnaps da beenden konnte, musste ich ja meine Ausdauer trainieren. Finde ich cool. Also, hat was. So. Ne, der sagt mir nichts mehr. Schade. Ich muss arbeiten. Ja, komm, entspann dich. Gut, das war die erste Gruft, die ich jetzt mal ausheben wollte. Wir schauen mal hier auf die Karte. Hier, das war ja dieses Grab. Ich werde mal zu dem Grab hier gehen. Es gibt hier ja insgesamt sechs. Das heißt, es wird auch bei diesem Grab einen, ja, harten Kampf mit Skeletten wiedergeben, wenn ich das Grab jetzt natürlich so spontan finden kann. Muss ich mal schauen, obwohl ich glaube, das Grab ist da unten irgendwo. Na ja, klasse, und wie komme ich da jetzt runter? Warte mal, ich speichere mal ganz kurz. Gehen wir auch kurz auf Nummer sicher. Weil wenn ich Pech habe und ich da abstürze, kacke ich direkt ab. Ein bisschen Fleisch noch reinhauen und dann probieren wir es aus. Ei, ei, ei. Okay, hier kann ich stehen. Da rennt wieder ein Eiswölfchen. Ich hoffe, ich mache jetzt keinen Fehler, wenn ich hier runter chigger. Mensch, wenn ich das nicht gut gelöst habe. Ah, und kick an. Da haben wir sogar einen von den Nordmännern. Osmund. Osmund. Enos sei Dank, endlich kommt hier jemand vorbei. Was ist los? Orks, sie haben uns aus dem Hinterhalt überfallen. Ich konnte gerade noch fliehen und mich hier verstecken. Wer ist wir? Ich sehe hier nur dich. Mein Kumpel hat es nicht geschafft. Sie haben ihn direkt niedergemacht. Was hast du jetzt vor? Die Orks haben den Ahnenstein von Angier. Ich werde ihn zurückholen. Niemand tötet meinen Freund und kommt ungeschoren davon. Ich will Rache. Brauchst du Hilfe? Ja, zu zweit könnten wir versuchen, uns bis zum Schamanen durchzuschlagen. Dann töten wir ihn und nehmen den Ahnenstein.
Aber überleg dir das gut, das wird eine heiße Nummer. Wo kommst du her? Ich bin Ork-Töter vom Feuerclan. Wir waren auf dem Weg zur Grabhöhle, um nach dem Rechten zu sehen. Dann kamen die Orks. Erzähl mir was über Angier. Angier Eisenfaust war eine der größten Schmiede, die es in Nordbar je gegeben hat. Einige glauben sogar, dass er der erste Erzschmelzer gewesen sei. Und? War er das? Ich weiß es nicht. Und es ist auch nicht wichtig. Er war ein großer Mann, sonst hätte man ihn nicht so bestattet. Lass uns den Schamanen töten. Ja, lass es uns tun. Hier hast du noch einen Heiltrank. Bleib dicht hinter mir. Mit Vergnügen. Wir dürfen wieder Orks prügeln. Da freue ich mich schon drauf. Gut, ich habe ja schon damals mal gesagt, dass ich auf jeden Fall die Welt von den Orks befreien werde. Ich freue mich drauf, die Orks so richtig zu verprügeln, die Städte zu befreien. Ach du Kacke. Jetzt wirst du bluten. Mal schauen. Ach du Scheiße. Eieiei. Oha, das ist eine Prügelei, wie sie im Buche steht. Das ach du Kacke. Ach du Kacke, da ist ja noch einer, den habe ich übersehen. Du bist kein Gott. Ah, Scheiße. Na gut. Das war jetzt gerade eine richtig Kacksituation. Traurigerweise weiß ich nicht so ganz, wie ich das jetzt angehen soll, weil irgendwie... Ich glaube, Osmund, der hält auch nicht unbedingt unendlich viel aus und... Ja... Ich leider auch nicht. Ich meine, ich habe zwar genug Heilmöglichkeiten bei mir, so ist das ja nicht, aber... So, wir testen es nochmal. Wir gehen nochmal hier runter. Na gut, versuchen wir es nochmal. Zack. Ich werde jetzt mal das Gespräch ein bisschen überspringen. Was? Die Nie. Ich brauch. Da. Wo? Ich. Wir. Da. Hat. An. Und? Ich. Lass. Hier. Bleib. Habe ich vielleicht irgendeinen Zauber, den ich erstmal verwenden kann? Nee, das bringt leider nichts. Schade, nicht wirklich. Na gut, wir müssen. Ich probiere es jetzt einfach mal auf die harte Tour. Nur. Es wird auf jeden Fall eine schwierige Angelegenheit. Jetzt wirst du bluten. Der hat gesessen. Bleib stehen! Ja, komm. Gegen drei komme ich auf jeden Fall an. Vor allem, da sind jetzt zwei Speer dabei, die sind jetzt keine große Gefahr. Erst gleich, wenn die ganzen anderen dazu kommen. Dann habe ich ein bisschen die Arschkarte gezogen. Ja, komm. Kommt. Kommt zu Papa. Ja. Wir wollen ihm ja bei der Rache behilflich sein. So, Elite-Krieger ausgeschaltet. Weiter geht's mit dem kleinen süßen Speerchen. Und der nächste Speer. Ah, jetzt gerade läuft's besser. Ich bin da, glaube ich, gerade einfach ein bisschen zu forsch rangerannt. Beziehungsweise, ich habe den Fehler gemacht und... Hab die alle auf mich plötzlich gezogen, beziehungsweise war mit Osmund mitten im Geschehen.
Das war nicht so praktisch. Nicht so gut und... Das war einfach der Fehler, den ich gemacht habe. Aber bisher habe ich wirklich hier die Orks umgeprügelt, ohne dass sie mich einmal getroffen haben. Aber das ändert sich wahrscheinlich gleich. So, ich helfe dir mal eben. Ja, komm, stirb. Die haben da ein ganz schön großes Orklager, muss ich echt sagen. Ja, pull ich die mal ein bisschen weg. Zack. Und... Ja, prügel du dich da hinten mal mit dem Säbelzahn. Warum habe ich... Wieso ist hier so ein riesiges Orklager? Das mag ich nicht. Hört auf! Meine Fresse. Mal kurz zwei Heiltränke reinkloppen. So, und weiter geht's. Arschloch. So, jetzt spielen wir mal ein bisschen mit. Fickt euch. Komm, friss Schnee. Nein. Das war knapp. Der Kampf wird nicht lange dauern. Oh nein. Okay. Das hört sich so an, als ist er noch im Kampf drin. Sehr gut. Na komm, hier den Speer klopp ich mal eben um. Der hängt mir so im Rücken. Jetzt bin ich im Busch, super. Boah, das gibt's doch nicht. Ja, genau. Geh mal hier auf die Schützen. Ja, hört er doch nochmal auf. Und wo ist jetzt der Schamane? Den hab ich jetzt. Ich brauch trotzdem noch den Schaman. Da ist der Schamane. Den verprügel ich jetzt. Bleib stehen! So. So, das war's mit dir. Ah, und ich hab den Ahnenstein. Sehr gut. Unmöglich. Ja, ich folge dem jetzt einfach mal. Da ist die Sau. Jetzt erledigen wir ihn. Ja, okay, ich hab den. Hä? Ich hab die Sau schon erledigt. Komischer Typ, echt komischer Typ. Gut, aber der Versuch war jetzt wesentlich besser als vorher, muss ich echt sagen. Oh, ein nettes Lager haben die hier, muss ich echt sagen. Also, Respekt. So, die Waffen, die sammle ich jetzt mal alle ein, weil die echt... in der Menge wirklich sehr viel Kohle bringen. Und die Kohle brauche ich für eine bessere Rüstung. Zack, zack, zack. Kruschpach, 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 Kruschpach. Also die Namen der Waffen von den Orks haben sich echt nicht verbessert. Muss ich ehrlich mal sagen. Kruschwarok, Kruschwarok. War aber ein echt genialer Kampf. Der hat richtig Laune gemacht irgendwie. Ja, er sammelt. Der Tiger da hinten lebt noch, oder was? Naja, okay. Soll mir egal sein. Ah nein, ich glaube, ich muss jetzt noch gegen die
gegen die Skelette kämpfen. Da habe ich ja so gar keinen Bock drauf. Aber egal. Ich will mir die Macht der Ahnen holen. Und genau das werde ich jetzt auch tun. So. Da hinten muss ich hin. Na gut. Ich verprügel dich auch noch eben. Ja, kommt. Lasst mich euch töten. Oh, du nervst. Ja, jetzt kommst du, oder was? Ja, komm. Ich werde auch nicht zu brutal sein. Muss ich jetzt ernsthaft mit Armbrust arbeiten? Oh. So, ach Mann. Mistviech. So, einmal kurz gucken. Obwohl. Ach, scheiße. Ah, da hinten sind ja wirklich Skelette. Das gefällt mir nicht. Na gut. Kurz ein Save machen. Denn das Spielchen mit den Orks muss ich jetzt nicht unbedingt wieder haben. Und dann versuche ich jetzt nochmal das Ahnengrab auszuheben. Ha. Komm doch, komm doch. Der jetzt hingeschossen, ey. In den Boden oder was? Geronimo! Oh, das sind ja doch einige. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Und der Schütze von hinten natürlich. Nervige Viecher, diese Skelette. Ja, kommt. Ich verprügel euch sowieso. Ich finde das einfach so witzig, wenn ich die Skelette umprügel, wie die Köpfe einfach wegfliegen. Das finde ich witzig. Da. Also die haben ja echt eine verdammte Herausforderung eingesetzt, ey. Und das sind, ach, da sind ja noch mehr Knochen geflogen. Irgendwie. Ja, im richtigen Moment Inventar geöffnet. So. Jetzt probieren wir es weiter. Arschlochviecher. Meine Fresse. Hey, ich bin wieder Level up. Sind so nervig, die Viecher, ohne Mist mal. Vor allem diese verdammten Bogenschützen. Die bringen mich hier voll aus meinem Angriff raus. Und vor allem, wenn die scheiß Skelette auch andauernd zustechen müssen. Ey, das ist so nervig, ne? Vielleicht hätte ich. Ja doch. Vielleicht hätte ich mit Osmund zuerst einmal hier das Ahnengrab erledigen sollen. Fickt euch. Voll in die Ecke gedrängt. Das geht doch nicht. Ja, kommt, 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 kommt. Boah, ganz ehrlich, wenn man hier in Nordmar ist, dann sieht man irgendwann wirklich fast nur noch schwarz-weiß, ey. Oh, jetzt habe ich mich erschrocken, ey.
So. Gut. Die erste Hürde habe ich schon mal geschafft. Bleibt noch die zweite. Ja, kommt. So, wieder dasselbe machen wie bei dem anderen Ahnengrab. Einen nach dem anderen rauspullen. Beziehungsweise ruhig ne, ein paar mehr. Ja, kommt. Oh nein. Ah, oh, okay, ist nur einer. Oh, ich dachte schon, das wären jetzt alle. Das Problem ist, ich sehe den. Wie hieß der? Angie. Den sehe ich nicht. Also das ist jetzt gerade echt die beste Technik, die man anwenden kann. Wie man merkt. Einfach so einen nach dem anderen rauspullen und vielleicht noch ein bisschen. Und vielleicht noch ein bisschen Überblick bekommen von der ganzen Situation. Komm. Ach, scheiße, der hat mich doch getroffen. So, das sieht bisher sogar recht gut hier aus. Da ist der. So. Das heißt, ich werde mich jetzt mal. Ich hasse immer noch diese Scheißschützen. Uhuhu. Okay, es sind noch. Irgendwo ist noch ein. Da ist der Penner. Ha! Du versteckst dich vor mir. Einmal kurz ein bisschen Heilung reinkloppen. Und dann, wenn ich Pech habe und der Angie mich angreift, dann verliere ich schon einiges an Leben. Und ihr habt das ja bei dem anderen schon gesehen, die halten wirklich recht viel aus. Von daher will ich jetzt nicht unbedingt ein unnötiges Risiko eingehen. Hä? Wo ist der denn jetzt? Ach da. Ja, komm, du kommst auch sofort dran. So. Jetzt kann ich mich um dich kümmern. Ach, Angier heißt der, nicht Angie. Freund, ey, du und Freund. Der Curse hat ja gesagt, dass die zwischen Freund und Feind nicht mehr unterscheiden können. Ja, in der Wut. Ja, ich kannte den nicht, also ist er auch nicht mein Freund. Ach, schade, der hat nichts dabei. Wie gut ist das Schlachtbeil? Ach Gott. Der ist ja, macht ja fast gar keinen Schaden, ist ja traurig. Oh, Blitzbeschwören, den kann ich noch gebrauchen. So, hier ist noch viel Gold. Und ich werde mal den Runensockel erstmal aktivieren. Der Sockel sieht aus, als wenn man etwas hineinstecken kann. Ja, richtig, den Anstein habe ich ja auch. Passt. Schmiedekunst plus 8.
So wollen wir das doch. Golem beschwören, laber doch kein. Ach Quatsch. Das Katana vereint Länge und Leichtigkeit in einer Messe. Cool. Ja, nur leider. Obwohl, wenn ich das schleife, dann kann das Katana wahrscheinlich sogar besser sein. Ich lasse das Katana einfach mal drin. Ich finde das Katana, finde ich jetzt gerade mal cool. Achso, genau. Und? Haha, geiler Scheiß. Ein Golem beschwören. Das finde ich pervers. Den finde ich gut. Also den werde ich auf jeden Fall in nächster Zeit noch gebrauchen. So, ich will jetzt einmal noch kurz zu dem Kollegen. Okay, cool. So, ich wollte jetzt noch einmal kurz zu dem Kollegen und wir gucken, ob er noch irgendwas sagt, dass ich mir die Macht angeeignet habe. Und anschließend werde ich mich einmal auf dem Weg, also werde ich in den nächsten Folgen mich auf den Weg machen, die anderen Ahnengräber zu finden. Oh, okay. Können wir handeln? Ja, auf den Reisen durch Nordmar finde ich eine ganze Menge Kräuter und so. Hier, sie selbst. Zeig mir deine Ware. So, der hat auch ein bisschen Gold, das finde ich gut. Warte mal, ich verticke jetzt mal ein bisschen an Waffen. Die Ork-Ambrust brauche ich nicht, brauche ich nicht. Der hat 23.000 Gold, da kann der ruhig. Nee, die wollte ich noch behalten. Weg, weg. Weg. Die Rubinklinge. Die lasse ich jetzt noch mal. Ja, mehr verkaufe ich jetzt erstmal nicht. Aber wieder 14.000. So. Ich werde jetzt dann allerdings einen Cut machen. In der nächsten Folge werde ich mal schauen, wo die restlichen 4 Ahnengräber sind. Doch, bis dahin sage ich einfach mal, wünsche ich euch noch einen schönen Tag oder einen schönen Abend, wann auch immer ihr das sehen werdet. Und ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Bis dahin, macht's gut, Leute.